und nun? Was machen wir? Ja, zum Frühstücken gibt es auch nicht richtig was, wa? Ich weiß nicht. Zimt und Mehl war eigentlich auch immer gut. Was? Zimt und Mehl war eigentlich auch immer gut, aber nicht. Das war doch dumm. Ja, aber ich meine, war gut. Ja, ich war ja maßlos überfordert. Deswegen. Ja, naja, als es so richtig losging dann auf einmal, war. Am Anfang war es noch richtig gut. Mhm. Und dann sind sie richtig explodiert. Also wir haben nichts mehr, wo man ordentlich frühstücken kann hier in der Nähe. So ein kleines Frühstück so. Muss ja kein Restaurant sein oder irgendwas, aber so ein Bäcker mit einem vernünftigen Frühstück. Ja, das gibt es alles nicht mehr. Wir können ja mal eine Tour durch den Brezelbäcker gibt es ja auch nicht mehr. Hatten wir noch nicht schon mal das Problem. Die ist mir auch zu teuer. Ist auch Blödsinn, dich da hinzusetzen. Bei Brezelback? Mhm. Wieso? Ja, weil das, ja, aber Goldberg ist auch teuer. Immer die haben links ein Angebot. Meine Frau sagt, die guckt depressiv. Ja, gibt's ja, Harley. Richtig. Schnitt. Weil ich nicht weiß, wie man Packstation ausfüllt. Deswegen bin ich depressiv. Ja, das, ehrlich, das Mutti? Sein. Na denn? Das war noch nicht alles, ne? Dann ist gleich vorbei. Genau, das waren noch nicht alle. Ich bin überfordert mit dem Leben. Lange habt ihr das nicht mehr gesehen, uns beim Essen. Deswegen zeige ich das jetzt nochmal. Finde ich ja so toll. Ich meine, und das Schöne heute, wir sind alleine, was ja auch das Schlechte ist heute. Eigentlich weiß man gar nicht, wie man das finden soll, wenn die Kinder dann alle weg sind. Einerseits hat man ein bisschen Ruhe. Man muss nicht darauf achten, dass irgendwelche Tischdecken runtergezogen werden, dass irgendwas ausgekleckert wird. Das können wir alles alleine machen. Ja, ja. Heute ist Erwachsene benehmen sich wie Kindertag. Schau mal, wir haben überlegt, ob wir hier was essen gehen in der Umgebung, aber hier gibt es ja nichts. Ach, sparen wir uns lieber das Geld. Dann spart man sich das Geld und jetzt ist man zu Hause halt. Wir haben ja auch alles da. Wir haben eine gute Schlachtwurst hier. Frisch aus von, ne? Ja. Frisch aus Sachsen, Anhalt. Selbst gemacht. Ich kann die nicht essen. Mietze wird das was. Für die arme kleine Mietze wird das was jetzt. Hier, ich will jetzt zeigen, wo das schon. Ah, siehst du? Und dann vermisst man die Kinder so doll, dass man sich gleich wieder Fotos anguckt von denen. Beim Frühstück. Na, siehst du? Die Kinder doch dabei beim Essen irgendwie. Mit Fotos. Ja, die Wurst ist sehr lecker. Sehr würzig. Trotzdem muss man aufpassen, da ist ein bisschen Knochen drin. So, Marlies wird ihre Karriere jetzt wieder beginnen mit Zeichnen. Muss einfach sein. Ja. Was ich da so wehren kann, ne? Katastrophe. Kann ja gut zeichnen. Jo, ich räume mir ein bisschen in den Kisten rum, die ich hier im Keller habe. Und ja. Jetzt habe ich schon wieder eine Kiste, die ich mit nach oben nehme. Und die pflücke ich jetzt oben mal genauer auseinander, seid ihr dann mit dabei. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber das ist halt das, was ich jetzt hier gerade mache. Ein bisschen Bildung ist ja immer mit dabei. Freut man sich ja immer, wenn man was findet, was entdeckt. Ja, schauen wir mal. Neujahrsblatt. Neujahrsblatt von 1839, Stadtbibliothek in Zürich. Hm, mal schauen, sieht interessant aus. Einmal fotografieren. Und Neujahrsblatt 1857. Kochen mit Sibylle. Marlies, willst du Kochen mit Sibylle behalten? Die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens. Die nordische Seele. Eduard Fuchs, Geschichte der erotischen Kunst. Das zeitgeschichtliche Problem.
Ich weiß nicht, ob das verdient ist. Mal schauen. Bulgaria Goldfilm Bilder. Allerlei nützliche Garteninsekten. Lebendige Geografie. So, meine Frau ist depressiv gerade und sie kann nicht mehr malen. Juhu, Marlies hat ein neues Bild gemalt. Endlich seit 8 Monaten oder so? Nein, das erste? Achso, Video. Mit Video, genau. Ja, Video habe ich schon gemacht. Ich auch. Geht vielleicht ein bisschen voran, auch bei Marlies. Ist ja auch ihre Karriere. Karriere. Ich muss Sachen machen. Ein bisschen was schaffen, weil ansonsten. Ich bleibe mal echt stehen. Ja. Danke. Schleifen. Über das Schleifen von Werkzeugen mit Schneiden aus Kruppschem Werkzeugmetall. Werkzeug, Metall. Video. Video, richtig schleifen. Von Robert Zapp, Düsseldorf, 1931. Sonderdruck. Total interessant. Seid ihr Werkzeugkunde? Oder Werkstoffkunde ist das ja eigentlich. Ist ja weniger Krupp-Reklame als Werkstoffkunde. Über das Schleifen von Werkzeugen mit Schneiden aus Kruppschem Werkzeugmetall Vidia. So Werkzeugmacher, das ist auch eine Kunst für sich. Das gibt's alles gar nicht mehr. Na, irgendjemand muss es ja noch machen, aber wir geben das alles aus der Hand. Also das ganze alte Wissen. Weißt du, was in so ein Ding kostet hier? In so ein Schneidkluppe? Ein Messerkopf? Mit Videoschneiden? Ich glaube, das kannst du ja nicht mehr, kannst du ja nicht bezahlen heutzutage. Holst du dir so ein Billigzeug aus China oder irgendwas? So ist das. Ja, und so was stelle ich jetzt ein. Und somit stelle ich es der Allgemeinheit wieder zur Verfügung. So was sollten sie im Unterricht wieder dran nehmen? Werkzeugkunde. Oder so. So als sollten sie kurz mal wenigstens ansprechen. So wie ein Werkzeug hier aufgebaut ist oder so. Das ist doch total interessant. Warum lässt man sowas nicht in den Unterricht mit einfließen? 2-3 Stunden mehr Unterricht in der Woche. Und da kann auch sowas drankommen. Werkstoffkunde. Du, das hatten wir in der Schule auch noch. Naja, hatten wir auch. Aber ist doch heutzutage nicht mehr so. Wenn ich das sehe bei dir und da fällt dann mir aus. Also jetzt auch zu der Zeit, wo er noch zur Schule gegangen ist. Sag mal. Da war ja mehr Ausfall als alles andere. Das stimmt. Bau und Betrieb maschineller Streckenförderung. Nach eigenem durch Patente geschütztes System. Auch schön. Auch ein schöner grafischer Entwurf. Einfach nur so. Also es ist ja nicht. Ne? Ja, aber es ist nett gestaltet. Ja. Ansprechend. Mit den Eckverzierungen und den. So eine kleine Kartusche hier unten, wie eine Fratze sieht hier aus. Die Mitteltrennung ist auch schön gemacht.
Diese grafischen Elemente sind sehr schön, die die damals hatten. Jurissen und Zieh. Düsseldorf, Grafenberg im Juli 1897. Ein Werbeblatt von 1897. Nachstehend gestatten wir uns, Ihnen ein Verzeichnis über ausgeführte bzw. in Arbeit befindliche maschinelle Seilförderung zu unterbreiten, bei welchem unser patentiertes System Anwendung findet. Die Zahl von 84 Anlagen zur Seilförderung, davon 46 Nachbestellungen, ist bislang von keiner anderen Fabrik erreicht worden und durfte dies doch ein hervorragender Beweis für die Güte und Zuverlässigkeit unserer Konstruktionen sein. Durch einige sich bestens bewährende Neuerungen sind wir in der Lage, sowohl mit Muffen wie auch mit lattem Seil selbst die schwierigsten, kurvenreichsten und nicht sölig aufgefahrenen Strecken unter Übernahme weitgehendster Garantie zu durchfahren. Zur unentgeltlichen Ausarbeitung von Prospekten und Kostenanschlägen sowie Erteilung näherer Auskünfte stehen wir Ihnen gern zu Diensten. Gleichzeitig verweisen wir noch auf die ebenfalls beigedruckten Zeugnisse und empfehlen uns hochachtungsvoll. Jurissen und Zieh. Das Verzeichnis, wo soll denn Ihre Streckenförderung angebracht haben, ist hier drin. Seilbecker Erzbergwerke, Gewerkschaft Berneck, Bochum, Gelsenkirchener Bergwerks, Aktiengesellschaft Rhein-Elbe, Zeche Germania, Zeche Zollern, Zeche Alma, Zeche Erin. Das gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt ja keine Bergwerke mehr in Deutschland. Das ist ja komplett weggefallen alles. Diese ganze Kohleförderung ist ja nur noch über Tage. Ja? Tagebau. Bergbau gibt es ja nicht mehr. Also ist mir jetzt ja nicht geläufig, ehrlich gesagt, dass wir noch einen Bergbau. Na, aber ist das nicht Ihr Tagebau? Das weiß ich nicht. Also mit diesen, wo sie ganze Städte entsiedeln und einfach nur von oben abtragen? Tagebau? Das weiß ich nicht. Wir bestätigen Ihnen hierdurch gerne, dass die von Ihnen gelieferte Anlage für maschinelle Streckenförderung mit Seil gut arbeitet und wir mit derselben durchaus zufrieden sind. Die ihrerseits neu angewandten pendelnden Tragrollen bewähren sich sehr gut und sind den früher gebrauchten vorzuziehen. Concordia Bergbau Aktiengesellschaft, Diefenbach. Die Förderstrecke ist ca. 1600 Meter lang und sind zahlreiche, zum Teil sehr scharfe Kurven vorhanden. Dabei enthält dieselbe abwechselnde Steigung und Gefälle. Die Anlage ist ca. 4 Jahre in Betrieb und fördert pro Schicht bis 1500 Wagen Kohlen und Berge. Siehst du? Gute Dr. Opitz. Okay, mitkommen. So, wie auch immer, jetzt Tony ist wieder mal da hier mit Material. Du, lieber Ringo, du wolltest die ja nicht. Wolltest die ja nicht haben. Wer? Der Ringo wollte die nicht haben. Jetzt will ich sie einstellen. War ihm zu teuer. Aber ich weiß ja auch nicht, was die kosten. Ich musste das ja selber mal recherchieren. Ich weiß es ja nicht. War ja nur aus dem Bauhaus so gedacht. Wo ist denn jetzt mein... Oskar. August. Der August. Pass auf, jetzt ewig ein. Rewe, Bulli. Pass auf. Du bist wieder da. Pass auf jetzt. Jetzt kommt's. Pass auf. Warte, ich will's. Du hast immer die Fuffis. Obwohl die Fuffis, Uwe hat die Fuffis, Alter. Der Rewe Bulli. Ah, jetzt geht's mir schon ein bisschen besser. Der Rewe Bulli. Rewe Bulli. Ha, 15 Euro kostet der. Hättest du dir noch. Was hast du gesagt? 15 Euro. 15 Euro.
Ja, siehst du, so schlecht war der gar nicht. Er ist ja hübsch. Ich weiß nicht. Nein, echt hätte ich ihn ja. So kein Bulli und so. Was meinst du? Den Schlüsselanhänger. Das ist doch kein Schlüsselanhänger, sag mal. Was ist denn das? Das Modellauto. Da hast du auch einen großen Schlüssel drin. Sehr schön, das ist ja gut, das ist ja toll, macht ja Spaß, das ist ja Schrott. Ringo, willst du einen haben? Kriegst du für 10er. Ja, 15 kostet der hier. 15. Da guck mal, die 50 ist der Uwe, die 500er. So ist es. Das ist ein Insider. Ist ja royal, für Ringo jetzt ein 10er. Heute im Angebot 10 Euro. Ringo, Ringo. Dann kannst du sie aber jetzt nicht einstellen. Gib dir Ruck, stell ihn ein. Gib dir Ruck, 10 Euro. Gib mir Fuffi. Fuffi für beide. 10er pro Stück und Fuffi für beide. Ist doch klar. Das ist eine gute die neue Rechnung. Nein, alles nur Quatsch. Quatsch mit Soße. Hier, wunderschönes Bild. Mhm. Was sagt die Chefin dazu? Das ist doch nicht schlecht gemalt. Das ist von A. Nitze. Nietzsche. Das ist ein Graffiti. Das ist nicht. Achso, ist an der Hauswand dran. Das ist von, nicht von Nietzsche, das ist von Nietzsche. Und hier noch so ein. Mhm. Was sagst du? Finde ich nicht hässlich. Hm? Finde ich nicht hässlich, hat man schon schlimmere Bilder gehabt. Das sind dicke Augen, wa? Ja. Das ist hier. Alt-Berlin. Pass auf, wie es weiter. Habe noch mehr. Nicht wie bei armen Leute. Oh, Mensch, sag mal. Hier, jetzt du. Ja. Oh, auch ein Bild. Ja, auch ein Bild. Von Nietzsche. Nietzsche. Nun komm. Jungfernbrücke. Sieht auch schön aus. Auch hübsch, oder? Ja. Konnte was. Hat gemalt Nietzsche. Ich habe schon viel schlechtere Sachen gesehen. Bis auf die weiter. Nicht schlecht. Ist gut, wa? Ja. So. Wer hat sie malt? Richtig, Nietzsche. Jetzt, letzte Bild. Letzte Akku. Ich bin aber satt. Wie, mit Bilder? Oh. Was denn nun? Na komm, was ist es? Was ist es? Ja, die sind alle gleich. Wie sind alle gleich? Sind die alle gleich? Ja, ist gut, ne? Guck mal die Fuffis. Das sind die 500er. Was mache ich jetzt mit den Bildern? Einstellen, richtig. Das sieht also als, geht das als Posten weg? Oder einzeln? Einzeln, wa? Fotos haben wir, jetzt geht's weiter. Ich zeige hier noch ein paar Akten. Das sind Privatakten von so einem Arzt, der sich mit Autismus beschäftigt hat in den 50er, 40er Jahren. Hier mein Plan des Sitzungssaals des Abgeordnetenhauses. April 1891. Schönes altes Kinderbuch hier. Lustigen Münchner. Mama, lei. Wunder, Papa. Appetit. Danke. Mami, hast du auch Appetit? Ja, guten Appetit, Papa. Danke. Mami. So lecker. So, wir machen Feierabend. Wir sehen uns morgen. Macht es gut. Ja, aber das, bis dann. Ja, das ist ja. Das ist immer. Das ist immer warm. Du hast Hunger. Du hast Hunger. Hier, das ist ein Ei. Ja.
Hier, ich hab noch eine Pizza. Das ist für dich. Danke schön. So, tschüss. Du gehst schlafen. Genau, gute Nacht. Also, bis morgen. Macht es gut. Ciao.